Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi, die heilige Flamme Let's Plays hier. Na, ich hoffe, ihr habt bis jetzt alle einen extrem heiligen Tag gehabt. Wir rennen in die Vereinigten Städte rein. Das ist eigentlich alles andere als heilig, na, aber wir hatten ja abgesprochen, warum das erstmal okay ist. Wir brauchen Leute und wir kriegen keine Leute mehr daher, wo wir halt Leute law-konform herholen könnten. Die sagen dazu erstmal nicht sonderlich viel. Wir haben hier eine Bar. Gehen wir direkt rein und gucken mal, ob wir jemanden... Oh, du bist recruitable, aber... Ashländer, ja. God damn it. Was haben wir denn hier? Hehler, Diebe, Diplomatiestatus. Ja, das ist alles nichts sonderlich Spannendes für uns, wie ich sagen muss. Okay, Bombingham. Du trägst ja den Hammett. Leg den mal hier oben ins Bett und leg dich selbst auch ins Bett. Niglish, wie steht's bei dir? Du bist schon auch sehr unfit, meiner Meinung nach. Bombingham. Ja, dann gehst du weiter und scoutest mal die anderen Bars ab. Weiß gar nicht. Ich glaube, das ist eine der Städte, in der es nur eine Bar gibt. Ja, es sieht stark so aus. Aber die haben halt einen Slave Shop. Naja, dann holen wir uns noch ein paar Leute ran, ne? Hoffen, dass uns ein paar Sklaven beitreten. Wir kaufen die aus der Sklaverei frei und missionieren die ganz law-konform zu richtig stolzen Bürgern Orkrans, ne? Heilige Bürger, wie man so schön sagt. So, wo ist hier euer Sklave? Ja, genau da. Moin. Ich bin zum Einkaufen hier. Das Scratch, den nehmen wir mit. Pin, Flashbox, Nikon, alles klar. Die nehmen wir. Freiheit. Nimm mir endlich diese Fesseln ab. Ja, moin, Leute. Und? Tritt zufällig jemand von euch direkt... Der tritt direkt bei? Aber danke, ne? Sieht nach einem weiteren Trottel aus, dem ich einen Gefallen schulde. Es sieht so aus, ja. Call me Trottel. It's me, ne? So, dann komm erstmal her, Freundchen. Bei ihm hier ist jetzt wie folgt, ne? Wir haben ihn quasi gerade als Ally markiert. Ihr seht das mit diesem grünen Pfeil hier. Sonst haben wir immer so weiß, ne? Und rot bei Feinden. Er zählt jetzt als Ally. Es wird sich aber zeigen, ob er uns noch beitritt oder ob er das nicht macht, ne? Das wird sich jetzt dann zeigen. Wir werden sehen. Ich bin guter Dinge, wir können aber gewissermaßen nur hoffen. Na, also, Bombingham, hast du zufällig was zu fooden dabei? Ja, dann gib das mal schnell Nikon. Der Arme, ne? Und den nennen wir jetzt direkt um. Na, solange wir uns noch nicht so hart an den Namen gewöhnt haben, ist das doch eine gute Idee. Seht ihr, der rennt uns jetzt nach. Und eventuell schließt er sich uns noch an, vielleicht aber auch nicht. Na, wir werden sehen. Aber schon mal jemand Neuen für unser Squad, das ist doch klasse. Dann würde ich ganz gerne noch in eine weitere Stadt und im Idealfall noch einen Waffenschmied abholen. Und dann wäre ich auch erstmal einigermaßen zufrieden. Na, dann wäre ich erstmal absolut zufrieden für den Anfang. Wäre das äußerst okay. Würde ich so annehmen. Ist uns der eine schon abhanden gerannt? Es sieht stark so aus. Naja, Bombingham, knall dich auch mal noch hin. Nikon, du schiebst hier Wache. Wo ist denn jetzt unser Dude? Nee, der wartet hier unten. Okay. Ist hungrig. Ja, wärst du schon beigetreten, Freundchen? Hättest du schon was zu essen und so, ne? Gibt's hier einen Schönheitschirurgen? Hier wäre noch Jewel, ne? So ein richtiges Juwel, Alter. Oh, Izumi auch. Wisst ihr, wie ich meine? Hier wären wieder so viele Leute am Start, aber halt alles Females, ne? Was, hä? This ain't holy enough for us, ne? Was soll ich denn machen? Klar hätte ich euch gerne im Squad, versteht mich nicht falsch, aber wir brauchen euch männlich. So, wer ist denn hier wo unterwegs? Hier schlagen sich gerade ein paar Skimmer. Boah, da müssen wir jetzt auch hart aufpassen, wenn wir zur nächsten Stadt laufen, Zweck Skimmer. Weil wir müssen den Nikon tragen, der ist nämlich wahrscheinlich nicht schnell genug. Einfach jedes Combat avoiden, weitestgehend, wäre schon so der Schlüssel. Die haben hier gerade tatsächlich keinen Schönheitschirurgen. Sehr schade. Wisst ihr, ich würde die so gerne beide mitnehmen. Aber die können halt nicht ins heilige Squad. Ich sehe die nicht beim heiligen Werk, also wirklich ein Endprodukt herstellend gewissermaßen. Und koch- und landwirtschaftstechnisch würde ich sagen, sind wir echt gut gestellt, ne? So ist es nicht. Könnte schon irgendwann mal noch knapper werden, aber dann haben wir ja auch immer noch genug Females irgendwo in der Nähe, um die zu regeln. So, das ist dann ja kein Problem. Bekommen wir dann schon hin. Sehen wir denn irgendwo jemanden mit einer Brille? Wer bist du jetzt? Nomaden-Tierhändler. Naja, moin, da seid ihr, ne? Von euch auch niemanden Schönheitschirurg. Cool, dass ihr euch hier hinsetzt. Bei mir macht ihr das nie.
Bei uns machen die das nie. Das ist eine dreiste Frechheit, oder? Kann mir niemand erzählen. Schon ein bisschen schade irgendwie, aber hey, was will man machen? So, die sind bald wieder alle einigermaßen fit. Wie sieht's denn hier aus? Ja, ihr seid hart am Produzieren, so lobe ich mir das. Haben wir hier was hergestellt? Leider nur Experte. Ja, ist wie es ist, ne? Und ansonsten läuft bestimmt ganz gut, denke ich mal. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Dadan bald voll ist, oder? Dadan, zeig mal her. Hier beim Essen, weil es sind ja weniger hungrige Mäuler da und Dadan wird im Kochen ja immer besser und so. Entsprechend, ja, sieht das wahrscheinlich so aus. Das dachte ich mir. Würde ich sagen, Lil Orkran, gönn dir hier mal ordentlich. Dann packen wir das wenigstens mal rüber in die Ladentheke. Ist ja gewissermaßen dann so eine Art Sekundärlager für uns. Ja, nimm das auch mal mit. Ja, und stecken wir das hier rein. Da seht ihr, das deckt sich bis zu 6er Stacks. Deswegen mag ich auch die Rudelbestien, also die Garus, lieber als die Rudelbullen. A, weil sich das da besser stackt. Na, bei den Rudelbullen sind es, glaube ich, nur bis zu 5er Stacks. Und die sind gegen Ende, wenn man die eine Weile dabei hat, einfach irgendwie immer etwas schneller. Na, also bei denen ist Athletik dann einfach irgendwie ein bisschen nicer. So, wir gucken nochmal nach. Vielleicht ist ja noch irgendwoher ein Schönheitschirurg hier in die Bar gestolpert. Es sieht nicht so aus. Er ist immer noch da. Vielleicht joint er uns auch noch. Maybe nicht, wir werden sehen. Ja, das passt, würde ich behaupten. Dann kommt mal mit. Wir müssen los. Warte nur, bis ich eure Kehle in meine Hände bekomme, Sklavenhalter. Ja, seht ihr, der Hammett hat hier richtig agros, ne? Und damit wir quasi mit dem Hammett auch law-konform sind, helfen wir jetzt ja natürlich gewissermaßen den Sklaven. Nur sind die dann halt bei uns gewissermaßen, ja, halt Sklaven Okrans, ne? Aber keine richtigen Sklaven, so, ihr wisst, was ich meine, ne? So, den heben wir auf. Wie gesagt, den würde ich dringend und gerne noch umbenennen. Nur ist hier gerade leider kein Schönheitschirurg zugegen. Ist halt, wie es ist. Ja, und da hier sonst nichts geht, würde ich sagen, geht unser Weg weiter. Erstmal, wir könnten jetzt natürlich hier alle Städte abgrasen. Dafür finde ich aber, glaube ich, unser Squad zu klein. Ich würde jetzt tatsächlich noch hier runter und möglichst jedes Combat avoiden. Dann hier vorbei und noch gerne hier hin und dann super gerne eigentlich direkt wieder zurück. Ja, es sind äußerst gefährliche Gegenden, in denen wir meiner Meinung nach auch nur dann klarkommen, wenn wir alle einigermaßen speedy unterwegs sind. Hammett und Niglish mit jeweils 18 ist halt ass. Ja, Hammett, guck mal, ich glaube, du musst da mal deine Schüchchen ausziehen und Niglish, du bist offensichtlich nicht die richtige Person zum Tragen hier. Setz den mal ab. Bombingham, kannst du den tragen und schneller sein? 19 wären mir schon sehr lieb. 21, geil. Ja, perfekt. So können wir losrennen, wie ich finde. Wir müssen halt schneller als die Skimmer sein, ne? Wenn die uns auseinandernehmen, ist gar nicht chillig für uns. 15 mph. Ja, okay. Dann wäre das eigentlich easy. Dann muss ich fast sagen, setzen wir den Nikon ab und lassen ihn auch mitrennen. Sollte direkt mal ein bisschen Athletik mitnehmen. Er hat halt, okay, 15 mit minus 1 ist halt, ne? Hä? Wahrscheinlich noch wegen Hunger. Aber das wird kommen. Hier, weißt du was, Nikon, nimm mal die Schuhe. So, wie viel hat er jetzt? Immerhin 16. So, und er rennt uns auch noch nach. Ja, Freundchen, ne? Nee. Müssen wir annehmen, ist jetzt wie es ist. Können wir nichts tun. Wir müssen hier weg. Wir haben selber überhaupt keine Lust, gegen die zu kämpfen. Das reitet uns nur in die Scheiße. An denen hier werden wir wohl kaum vorbeikommen. Aber 15 mph, wir rennen davon. Na, da hackt er jetzt halt rein, müssen wir avoiden. Mache ich eigentlich immer ungern, so zu spielen. Warum ist der jetzt doch schneller als wir? Oder ähnlich schnell? Oder sieht das gerade nur so aus? Ne, wir rennen dem weg. Okay, gut. Ich dachte es mir doch gerade schon. Erzähl mir doch jetzt keinen Quatsch hier. Und wie wir dir davon rennen hier, na? Sehe ich mal gar nicht ein. Ja, nice. Genau, wir müssen hier weg. Nikon, nimm die Beine in die Hand. Direkt ein bisschen Athletik leveln hier, na? Keine Lust auf die. Wenn die unsere Leute zerfleischen, sieht es gar nicht gut aus für uns.
Zumal, und da muss man ganz fair dazu sagen, unser größtes Problem halt nach wie vor so die Beine und die Arme sind. Wir haben da relativ wenig Schutz drauf. Die machen relativ viel Damage, ne? Wenn die durchkommen können, also wenn die nicht durch eine Rüstung gehindert werden am Schaden machen, dann hauen die schon echt gut raus. Und entsprechend, in der Wüste verliert man immer schnell mal ein Ärmchen oder ein Beinchen, ne? Und für uns ist das halt hyper-ass, weil, wie gesagt, die Leute sind dann aus dem Squad raus. Wir können keine Robotics anlegen, weil das lässt die Holy Nation nicht zu. Da können wir auch nicht sagen, oh ja, aber solange wir noch nicht mit denen und XY, nee, das bringt nichts, weil auch wenn wir mit denen dann irgendwann chillen, würden die sagen, was, du hast ja Robotics an, das geht ja gar nicht, ne? Sag mal, wollt ihr jetzt darüber rennen, wenn ich euch dahin dirigiere? Wahrscheinlich irgendeinen Weg nehmen oder so. Schauen wir hier noch vorbei. Ja, genau, da wollte ich auch hin. Das hier ist, genau, das ist Nähe der Außenposten von Full Metal. Da haben wir erstmal nichts zu suchen. Das ist genau das, wo ich hin wollte. Genau, da müssen wir im Idealfall ordentlich was koppen können. Hoffe ich zumindest. Wie sieht's denn aus? Ja, genau, nimm Athletik mit. Ganz wichtig, ganz wichtig. Er ist schon bei 17. Die lassen auch nicht nach, ne? Händlerecke entdeckt. Genau, da wollen wir hin, Leute. Da wollen wir hin. Ich hoffe, die haben auch eine Bar. Was das betrifft, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ja, ja. Es ist schon so. Also meine Erfahrungen in Kenshi, sowohl mit den Vereinigten Städten als auch mit der Holy Nation, sind so die geringsten, die ich gemacht habe. Man kann das gar nicht anders sagen. Ich bin einfach wenig hier oben, weil es da auch verhältnismäßig lame ist, wie ich finde, ne? Und Holy Nation ist ja eigentlich nur hier in der Mitte. Das avoid ich meistens auch irgendwie eher, ne? Also, auch immer ganz cool, dass ich hier auch so viele neue Eindrücke bekomme. Nach über 1100 Stunden, was soll man da auch erwarten? Na, ist wie es ist. So, guck mal, da hätten wir schon mal einen Sklavenmarkt. Habt ihr auch eine Bar? Einen Waffenladen? Eine Bar, eine fette Bar haben die, geil. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Bar. Die haben zwei Bars, nice. Erstmal ab in die Bar. Vielleicht können wir auch einfach jemanden mitnehmen, das wäre cool. So, moin. Oh, schade, schade. Schade, 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 schade. Ah, du bist auch Scorchländerin, naja. Nee, wir haben einfach kein Glück. Was soll ich euch sagen? Kommt noch jemand reingewalkt? Blechfaust ist wieder da und terrorisiert. Ja, der gute alte Tinfi, ne? Ja, hier sind ja nur Scorchländer am Start. Ist ja verrückt. Scorchländer und Schwärmer, ne? Und ansonsten hier aber nix. Ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, Leute, wir werden wahrscheinlich echt über Sklavengame an unsere Leute rankommen müssen. Es geht halt nicht anders. Oh, hier ist ziemlich üppig gefüllt. Na, das ist eine Grünländer-Person, aber eine Dame, oder? Ja, of course. Scheiße. Oh Mann, wisst ihr, ich würde schon immer gerne noch mehr Damen mitnehmen, aber wie gesagt, law-friendly können die halt eigentlich nur so diese, ne? Da haben wir ja eh hier und da schon so ein bisschen den Rahmen gesprengt vielleicht. Schwärmer sind hier halt super viel, ja. Ja, läuft's wieder auf den Sklavenmarkt raus. Wir brauchen doch einfach nur männliche Grünländer. Na, kann doch nicht so schwer sein hier. Okay, dann hoffen wir, dass wir da vielleicht nochmal welche koppen und die sich uns direkt anschließen. Den einen haben wir auf dem Weg verloren, aber verzeiht, da konnten wir nichts tun. Ihr müsst immer denken, wenn wir da einen Hit aufs Bein bekommen, der uns bei irgendeinem Charakter unter 50 nimmt, dann müssen wir den entweder zurücklassen, na, und mit den anderen wegrennen. Was dann auch gefährlich ist, weil wenn er dann noch mehr aufs Bein bekommt, kann so ein Bein halt, wie gesagt, auch immer schnell mal abfliegen oder ein Arm, ne? Und auf der anderen Seite, ja, oh ja, guck mal, hier sind Männer, oh ja, ne? Ah, auch zwei weibliche, Mist. Bombingham, sag mal hallo. Ja, genau. Also, der Deserker, nehmen wir mit. Junge, es gibt halt auch nur Frauen, oder? Molly, Hex, Hotlongs, das ist doch nicht euer Ernst. Wie sollen wir denn hier eine Heilige, ne, aufstellen und so? Warum haben die jetzt Beef mit dem? Begeht Verbrechen, was hat er gemacht? Plündert. Na, er hat sich da was zu essen geholt, safe, oder? Ja, dann haut den mal zusammen und dann würde ich den aber gerne, na, ein bisschen aiden und dann auch mitnehmen.
Lasst ihr bitte meinen frisch gekauften Dude in Ruhe, das wäre super cool von euch. Gebt ihr mir mal ein bisschen First Aid, der arme Junge. Jetzt hat er halt ein Kopfgeld. Was ein Idiot. Was ein Idiot, Mann. Junge, wir hätten Essen gehabt. Hätte sich ein bisschen gedulden müssen. Wäre alles gewesen, ne? Hier, guck. Kannst deine bekackte Rattenhose direkt hier lassen. Kriegst von uns was zu essen. Ist gar kein Thema. So, gönn dir. Okay. Müssen wir nächstes Mal gucken, dass wir direkt, ne? Und dann, wisst wie ich meine, direkt uns vom Acker machen, gewissermaßen. Ja, was soll ich sagen? Das ist eine Ass-Ausbeute, weil... Dass der sich uns wirklich anschließt, ist allenfalls eher unwahrscheinlich als wahrscheinlich. Ah, Mann, ey. Da liegt direkt ein abgetrennter Arm rum, perfekt. Ja, dann will ich noch hier runter, ne? Am besten so. Weiß gar nicht, jetzt bin ich gerade am Überlegen, kann man auf dieser Farm... Hier ist doch auch so eine Farm. Da gehen wir jetzt hin und gucken mal, ob wir da vielleicht noch Glück haben. Gibt es da eine Bar? Ich weiß das gar nicht so genau, aber wir werden sehen. Ne? Wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Oh Mann, ey, oh Mann, ist das ein Unterfangen, hier an Leute ranzukommen, ohne Witz. Wie gesagt, ne, ich würde uns schon gerne bei so einem 10er, 12er Main Squad sehen. Minimum. Also, bevor wir es hier in die Schluchten, uns hier in den Schluchten gemütlich machen, sollten wir sicherstellen, dass wir ein paar zusätzliche Cats für Bestechung haben. Chica, ich würde sagen, wir haben mehr als genug Cats, ne? Aber danke für den Hinweis. Mhm. Ja, na, also. Versteht mich nicht falsch. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf überschlagen, wie viel wir denn letzten Endes brauchen. Ich würde sagen, ein 10er bis 12er Main Squad. Wer seid ihr Kacknasen denn? Gesetzlose Bauern. Das ist doch nicht euer Ernst, ne? Ja, könnt ihr mal chillen? Lasst uns mal in Frieden, Alter. Wir haben euch nichts angetan. Könnt gerne was zu essen von uns haben, aber lasst uns bitte in Ruhe. So, können wir hier jemanden koppen? Arbeit ist alles, ja, da bin ich eigentlich bei euch. So, ihr kommt jetzt ernsthaft zu dritt mit Rattenstats hinter uns her. Ja, okay. Dann ist es, wie es ist. Dann kriegen die halt auf den Sack. Wenn sie unbedingt wollen. Ja, hier, ihr Gesetzlosilis. Wen lassen wir reinrennen? Hammett, oder? Ja. Ja, Hammett, renn du mal rein. Ja, du sollst da nicht arbeiten. Du sollst einfach reinrennen. So, und die gehen jetzt auch auf die Rebellenbauern los, oder? Hoffe ich doch. Naja, schlag die mal zusammen hier, ne? Na, also. Banditen! Ja, eben. Bandits, ne? Geht ja gar nicht hier. So, Hermit, jetzt guck mal, was ist hier los? Hier gibt's eine Bar. Klasse, gehen wir da doch erstmal rein. Da gehen wir erstmal rein. Niklas, wichtige Sache. Zieh mal den Rucksack wieder aus. Dann kannst du ein bisschen besser hacken hier, ne? Ja, Bombingham stürzt sich hier auf den Nächsten. Die haben diesen Stab, den finde ich eigentlich immer ziemlich cool, ne? Nur leider kann der nicht sonderlich viel. Das ist immer ein bisschen sad, aber... So, die haben hier auf jeden Fall ordentlich Sklaven am Start, klar. So, wie es hier halt immer läuft. Ansonsten ist hier aber niemand. Dammit. Ja, hier sind nur quasi die Halter gewissermaßen. Na, das geht natürlich nicht. Hier können die sich Essen holen und gibt's hier auch einen Markt. Zwei Stück sogar, klasse. Ja, geh da mal rein. Kommt, ihr habt ordentlich Männer am Start, oder? Weiße Männer brauche ich. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey, Leute. Kann doch nicht so schwer sein hier, oder? Es ist echt unglaublich. Es ist echt unglaublich. Hier, ich will Leute kaufen. Ja, klar. Alle weiblich. Ein Dude. Ein Dude. Ein Dude. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, na? Und? Ja. Er ist immerhin da. Hammett, komm, weiter geht's. Kommst auch mit? Scheinbar nicht so Lust. Eindringlinge fangt sie. Das sagen die aber nicht zu uns, oder?
genau, haut die mal weg. Ihr hier, chillt mal bitte ein bisschen da drüben. Genau, wir wollen hier keinen Ärger. Von diesem Loch von Ort kriege ich Gänsehaut. Ja, ich verstehe es doch. Deswegen kaufen wir hier auch Leute frei. Allerdings halt nur Männer. Wenn es mal mehr Männer geben würde, wäre eigentlich alles easy für uns, ne? Das sind dann wahrscheinlich die Frauen, die aus der Heiligen Nation geflohen sind. Ist er Scorchlander? Sind die Augen gelb? Ist es super schwierig einzuschätzen, oder? Er könnte auch ein sehr dunkler Grünländer sein. Zeig doch mal deine Äuglein hier. Der ist Grünländer. Glaube ich. Okay, das ist doch schon mal was. Ja? Dirt. Moin. Befreist du mich oder versklavst du mich? Es wird sich zeigen. Es wird sich zeigen. Wenn du mitkommst, sind wir Kumpels und so. Denn ich mag keine Sklavenhalter und ich mag es nicht, mich gut zu benehmen. Das ist okay. Du kannst so ein richtig dirty ass Waffenschmied werden, wenn du willst, ne? Alles gut. So, versklaven die hier gerade ein paar neue Leute. Wir könnten auch bewusst Männer kaputt schlagen, die hierher bringen, versklaven lassen und dann freikaufen. Ähnlich haben wir es damals mit den Skeletten gemacht. So, ja, komm mal mit. So, was mit dem da oben? Der will einfach nicht mitkommen, ne? Heben wir den mal auf. Grundlos aufheben, Alter. So, nimm den mal mit hier eben. Ist ja Quatsch, wir haben für den bezahlt, der soll jetzt gefälligst auch mitkommen hier. Ist jetzt bewusstlos kurz. Und dann will er ihn direkt wieder versklaven. Ja, das glaubst auch. Ich hab den gerade gekauft. You wish. Geh mal weg. Geh mal weg, ne? Ja, ihr seht schon, bewusstlos zu sein reicht meistens vollkommen aus für die Sklavenhändler. Die machen da, die kennen da nichts. Die kennen da gar nichts, sage ich euch, wie es ist. Okay, wie geht's euch denn? Das passt. Das passt. Ah, rechtes Bein ein bisschen ass. Aber er ist halt auch unberüstet hier unterwegs, ne? Wie geht's dir? Das ist meine Chance zu fliehen. Du hast mich freigekauft, aber ich gehöre dir nicht. Ja, ist voll okay. Deserker, ich wünsche dir viel Glück. Na, ich, ja, kann's dir wie gesagt nur wünschen. So wirst du allerdings nicht weit kommen. Okay. Ja, es schließen sich einem eben einfach nicht alle an. Na, das ist halt so. So, du müsstest bald wieder aufstehen, oder? Ja, und dann im Idealfall eben mitkommen. Nein, du Ratte. Ich hab den geshoppt. Verpisst euch. Du bist jetzt ein Sklave. Ich nehme deinen Besitz. So, sind hier jetzt männliche auch dabei? Ja, ja. Bist Eigentum. Befolge die Befehle deines Meisters. Vergiss, wer du bist und wer du warst. Ja, ja, wir kennen es doch alle. Oh, Junge, da kommen schon die ersten Beakfings aus Gat rüber spaziert. Eine supergeile Gegend hier, ne? Aber hier wohnen Schnabeldinge, sein Urgroß. Da hatte ich mal einen Außenposten. Hier. Das war super geil eigentlich. Wer ich lieb, diese Bäume hier sind Eisenressourcen. Wie geil ist es bitte? Ja eben, ne? Wie geil ist es bitte? Okay, wir haben immerhin eine Person schon mal. Wer ist jetzt hier? Rebellenbauern. Na, nee. Lasst uns mal in Frieden. Wir wollen nichts mit euch. Wir wollen nichts mit euch. Wie schnell seid ihr denn? Die sind halt leicht bekleidet und rennen viel in der Wüste rum, ne? Aber 16 dürften wir schon wegkommen. Nikon mit 17, ja, das passt. Jetzt haben wir hier noch die zwei grünen Punkt-Delis. Naja, it is what it is, ne? Können wir jetzt nichts machen. Haben wir jetzt den einen noch dabei auf dem Rücken? Ja, vielleicht kommen wir ja noch irgendwie an Heft dran. Na, wir werden sehen. Jetzt müssen wir erstmal hier rüber rennen ungefähr, aber nicht durch Gat durch. Weil da gibt's richtig Ärger für uns. Das wollen wir nicht. Sondern an Gat vorbei. Dann mal gucken. Junge, wie schnell bist du denn? 16. Und hungrig. Ist bei uns irgendjemand langsamer als 16? Ich kann's mir eigentlich gar nicht vorstellen. Okay, Hammett ist halt genau mit 16 unterwegs, ne? Wen haben wir da? Rebellenbauern. Renn ich an denen wieder vorbei. Brauch nicht noch mehr im Schlepptau. Das muss jetzt nicht sein, ne? Speichert automatic. Ja komm, wir hacken den schnell zusammen, den kleinen Arsch. Was nervst du jetzt hier? Ist doch nicht dein Ernst. Ja, schlagt ihn dumm.
Schlagt ihn dumm. Also. Tut mir leid, Freundchen, aber du wolltest das so, ne? Kann ich jetzt nichts machen, musst du mich nicht anschauen. Wir sind hier auf friedlicher Mission, kaufen ein paar Sklaven frei und wollen denen einfach nur helfen, ne? Wir wollen denen helfen, den heiligen Weg zu finden. Ist ja klar, ne? Ist ja klar. So, das dürfte passen. So. Damit hast du eine Chance zu überleben. Kopfgeld. Ja, fürs Dummsein nämlich, ne? Hier haben wir die Eye. Das ist auch ein spannender Ort, ne? Denn, ja, weiß ich nicht. Will ich jetzt nicht zu viel spoilern eigentlich? Vielleicht sehen wir es nachher gleich noch. Vielleicht sehen wir es nachher tatsächlich gleich noch. Und dann kann ich euch da was erklären, ne? So ein bisschen lore-technisch. Ihr seht, hier ist irgendwie eine riesige Konstruktion und die wird immer von diesem Sandsturm umgeben. Immer. Immer, ne? Wetterereignis oder... Wer weiß, ne? Wer weiß? Wer weiß das schon, was da los ist? So, dann setzen wir mal Heft ab, ne? Hier scheint gerade ein einigermaßen sicherer Ort zu sein. Hammett, setz den mal ab. Alle, chillt mal. So, und jetzt kommt er bitte mal zu sich, ohne dass den hier direkt jemand versklavt. Ist auch immer eine Hausnummer für sich hier in der Wüste, ne? Und, bist du, ja, bist noch bei uns, aber ob du bleiben wirst, das wird sich zeigen, ne? Okay, der rennt einfach nicht mit. Wahrscheinlich, weil er sich nicht bewegen darf, I guess. So, guck mal, wir nehmen dir mal deine Scheiße weg. Hier, ne? Ach. Ja. Ja, dann behältst halt deine Hose erstmal, das ist okay. So, anyway, dann setzen wir den Jungen wieder ab und gucken mal, ob der da vielleicht dann irgendwie Bock hat, mitzukommen. Nachdem er wieder bei Bewusstsein ist. Entdeckt, ja. Entdeckt von wem? Entdeckt ist ja okay. Nee, der läuft nicht mit. Das sieht er nicht ein. Dann müssen wir hier eigentlich fast schnell warten, ne? Bis eben die Zeit vorübergegangen ist, in der sein Dialog triggert von wegen, ey, ich bleib bei dir oder halt nicht. Schauen wir derweil mal beim Heiligen Werk rein, ne? Sim, wie sieht's hier aus? Hast du ein paar Meisterwerke für uns geschustert? Du hast noch gar nichts geschustert seitdem. Ich, Junge, das dauert so ewig. Ei, 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 ne? Ei, ei, ei. Okay, dann ziehen wir uns direkt wieder hierher zurück. Wie sieht's aus, Freund Nase, ne? Willst du mit oder nicht? Ist deine Chance? Kannst du überlegen. Pros, wir haben Essen, ne? Fruchtbaren Boden und so. Und einen heiligen Lord Okran an unserer Seite. Je nachdem, wie man es ausrichtet, pro oder contra, ne? Ja. Klingt doch eigentlich fett, oder? Contra? Ja, eigentlich gibt's kein Contra. Junge, komm mit, wird geil. Und? Siehst du es ein? Er scheint keinen Bock zu haben, ne? Also muss ich auch ehrlich sagen, ich habe insgesamt in meinem Kenshi-Leben noch nicht ganz so ultra viel versklavt. Aber diesen Bug, dass die sich so gar nicht bewegen wollen, den habe ich auch zum ersten Mal. Der ist einfach ziellos. Weiß nicht, was er machen soll. Ja, Freundchen, wie sieht's aus? Was ist deine Mission? Was willst du jetzt tun? Willst du hier in der Wüste einfach stehen bleiben, oder wie hast du's? Wisst ihr was, wir lassen den Niglish hier mit ihm stehen und nehmen alle anderen schon mal mit und gehen weiter, oder? Man muss immer so gefährlichen Shit gerade machen. Nur weil die keinen Bock haben, sich zu entscheiden, ne? Dabei brauchen wir doch einfach ein paar strong, modest, male, white workers. Na, mehr wollen wir doch eigentlich gar nicht. So viel ist es nicht. Die Fauna hier gefällt mir gar nicht. Mit dem Tag erwacht auch sie zum Leben, ne? Aus ihrem Schlummer. Ist auch ganz komisch. Normalerweise rennt nämlich so ein freigekaufter, verbündeter, noch nicht im Team aufgenommener Sklave einem hinterher. Na, das ist immer so das Ding. Die rennen einem hinterher, einem Charakter, einem speziellen Charakter. Meistens irgendwie der halt freigekauft hat oder so, ne? Und er macht ja wirklich gar nichts, der Dude, der da hinten steht.
So, hab gehört, dass Blechfaust in den letzten paar Wochen ziemlich Radau im Hauptlager gemacht hat. Ja, ja, na, der Tinfist. Alter, der Headshot. Bürger. Habt ihr hier jemanden, der uns sich anschließen will? Eine Säuferin. Ja, natürlich. Und wo Säufer? Gibt's hier auch irgendwelche Typen, die man rekrutieren kann? Nee, er ist natürlich wieder ein Bürger. Sklave. Garrett's Sklave. Wer ist Garrett? Lichtstrahl. Geächteter. Das ist Garrett's Sklavenhändler. Okay. Ja, Garrett, na, cooles Business, das du da am Laufen hast, aber was ist denn los? Wo sind die männlichen Leute, die wir gerne rekrutieren würden? Wer bist du? Jared Verweter. Na, ein Scheck. Männlich, aber ist halt ein Scheck. Können wir nicht machen. Es ist unglaublich, Mann. Es ist unglaublich, wie schwierig das ist, einfach an Leute ranzukommen. Für den nächsten Kenshi-Durchlauf gibt es diese... Oh, alter Junge, hat der Männer am Start. Die kaufe ich alle. Die kaufe ich alle, Digga. Ja, Jared, Claw, Sand. Ist er Ashländer? Gills? Wir nehmen ihn jetzt einfach mit. Hier. Nett, dich kennenzulernen, Boss. Wer bist du denn? Bin ich frei? Neuer Meister, hm? Ja, Leute, ihr könnt's euch überlegen. Du siehst komisch aus. Ihr könntet mit mir chillen. Überlegt's euch gut, ne? Wir tun euch nichts. Alter, die plündern da erstmal leer, oder? Ihr seid halt auch extrem dumm, ne? Das ist schon echt irre, wie dumm ihr seid. Warum müssen die da denn immer direkt plündern? So, das ist doch nicht euer Ernst. Ihr begeht hier dann Verbrechen, habt dann Kopfgeld, plündernder Abstauben, schnappt sie. Seit wann ist das denn so? Gills wurde aber nicht erwischt, ne? Der Gills ist noch am Start. Ja, hier, chill mal. Na, das ist meiner. Alarm ausgelöst. Was versuchst du da? Junge, ich hab den gerade gekauft. Macht nicht ihn mit mir, ne? Macht einfach freaking nicht ihn mit mir. Okay, ich glaube, wir müssen die scheiß United City zusammenschlagen, ne? Und hier unsere Leute herholen. Auf einem heiligen Feldzug. So ist der neue Plan. Das machen wir. Passt auf, ne? Wir nehmen ihn hier jetzt mit. Gills, komm mal mit, Alter. Bombingham, hebst du den jetzt auf oder wie ist es? Heb den auf. Ja, genau. Und jetzt weg hier. So, scheiß Arschnasen. Ich glaub's ja nicht, ohne Witz. Das ist die dreisteste Frechheit, die ich je erlebt habe hier. Was ist das für ein Service? Ja, das glaubt ihr auch, ihr Kacknasen. Dass ihr uns kriegt. Wir sind schnell, wir sind heilig. Okrans Name, ne, ist übelst am Start bei uns und so. So. Pissnasen. Alter, ich glaub's ja nicht, ne? Holst da, du kaufst da... Alter, dass man die hasst, verstehe ich auch, ohne Witz. Wer will da schon wohnen? Also, ich bitte euch. Niklas, wie sieht's bei dir aus? Ist der Dude noch da? Ja, dann nimm den mit. Können wir auch irgendwo anders warten, bis der sich eventuell entscheidet oder eben auch nicht. Wir treffen uns hier, Leute. Dahin rennen wir. Kommt mal rum. Alarm ausgelöst. Ja, warum? Weil ich meine Leistung, die ich bezahlt habe, auch haben wollte. Das ist eine dreiste Frechheit. Was wir uns erdulden, ist hier schon echt, ne? So, wir wissen alle, was das bedeutet. Und zwar bedeutet das Folgendes. Wir stellen jetzt einen Squad, das bodenlos ist. Dann gehen wir genau an solchen Orten rein, befreien die Sklaven einfach alle und vielleicht schließt sich dann jemand bei uns an und dann, ne? Holen wir die halt rum. Hier sind jetzt ja quasi noch Verbündete von uns. In Hang nicht mehr, Sklavenfarm auch nicht, ne? Vielleicht triggern die ja später noch irgendwann und schließen sich uns an. Wer weiß schon, wer weiß schon. Aber das ist echt eine Scheißmission, die wir hier gerade haben, oder? Also das macht doch echt auch einfach keinen Bock. Es ist reiner Gamble, ob wir da Glück haben oder nicht. Die Vereinigten Städte sind übelst angepisst jetzt wegen uns, ne? Genau so hatte ich es mir nicht erträumt. Junge, Alter, weißt du, du befreist da Leute, kaufst die frei und die plündern da erstmal rum. Wie hart dumm, wie kerndumm kann man auch sein. Also, ehrlich mal, da hätte man sich zwecks der KI schon ein bisschen was überlegen können, was die dann so als nächstes machen. Vielleicht nicht direkt irgendeine Fraktion plündern, die mit 40er bis 60er Stats chillt? Weiß ich ja nicht. Na, nicht die klügste Idee, wie ich finde. Nicht die klügste Idee. Jetzt hoffe ich, dass wir überhaupt noch nach Brink oder Schwarzriss reinkommen.
Aber ich denke, das dürfte eigentlich schon irgendwie klar gehen. Hier ist auch super gefährlich, wo wir gerade unterwegs sind. Ja, aber hey Leute, was tut man nicht alles dafür, um ein paar neue Leleks dazu zu bekommen, ne? Wen haben wir hier? Und wie schnell seid ihr? 16, 17, 17, 17. Wie schnell sind wir? 19, 21, 19, 20. Der Bombingham hat 5k Kopfgeld wegen Terrorakte. Scheiße. Ja, also den können wir nachher nicht in die nächste Stadt mit reinnehmen, ne? Ja. Ja, wir werden uns mit den Vereinigten Städten anlegen. Wir müssen uns mit den Vereinigten Städten anlegen. Wir müssen die wegprügeln, dann die Sklaven befreien und dann den heiligen Willen Okrans eintrichtern. Das ist jetzt unsere Mission. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin, Leute. Oh Mann, Alter, ist das hier eine Scheiße. Ist das hier eine Scheiße, sag ich euch, ne? Vor allem ohne Sneak mit Kopfgeld rumrennen. In der Gegend, in der wir gerade sind. Weiß ich nicht, ne? Schon eher mittel bis so überhaupt nicht chillig. Sebastian, wir könnten mal noch bei den Tech-Huntern vorbeigucken. Weil, ich glaube, mit den Tech-Huntern hat die Holy Nation kein Beef. Das heißt, wir könnten noch so Spots wie hier, oder da, hier so, das könnten wir auschecken. Ja, dann hätten wir noch so ein paar Spots, wo wir eventuell, ganz eventuell mal noch jemanden rekrutieren können. So, jetzt müssen wir hierher rennen. Mit allen. Bombingham, du legst dich hier mit diesem einzelnen Dude an, wenn er das will. Und ihr drei rennt nach Schwarzriss rein, weil ihr kein Kopfgeld habt. So, Bombingham, den schlägst du doch zusammen, oder? Graspirat. Ja, eben, der kleine Kacknasenjunge, ne? Ja, und helft ihr uns? Wer seid ihr? Tech Hunter. Oh, ja, gut, okay. Bombingham, dann darfst du da ja sogar mit rein, oder? Ja, sind alles Tech Hunter. Ist Schwarzriss Tech Hunter? Ich dachte immer, das wäre Vereinigte Städte. Ja, warum darf ich es mir nicht angucken? Haben wir es noch nicht so richtig entdeckt, oder wie? Naja, wir dürfen mit Bombingham auf jeden Fall rein. Das ist doch klasse. Das ist doch klasse. So, dann setzen wir unsere Leute hier nochmal ab. Hoffen, dass da erstmal niemand ausrastet. Wer schießt hier auf wen? Graspiraten und so, ne? Okay, Guilds, 500 Kopfgeld, Heft, Exklave, Nikon ist ja schon bei uns, ne? Schönheitschirurg wäre mal noch cool, Nikon kriegt einen neuen Namen, das steht außer Frage. Wann ist so ein bisschen die Frage, na, das wird sich zeigen. So, ein Bombingham. Obwohl, Niglish, du gehst hier mal rein und sagst Hallo. Hi, zeig mir, was du hast. Okay. Das kann jetzt eine kleine Weile dauern. Denn die haben quasi alle Rezepte da, ne? Gehen wir mal durch. Also, wir brauchen einen ausgeweiteten Helm. Nee. Samurai-Stiefel. Die nehmen wir mal mit. Samurai-Beinschienen würde ich auch mitnehmen, im Übrigen. Bin ich ehrlich mit euch. Jitte. Schwere Jitte und Jitte selber herstellen, nehmen wir mit. Wakizashis, nee. Ausgeweiteter Helm, da ist er. Geil. Leute, wir holen hier alles, was wir brauchen. Nee. Strohhut, ich bitte dich. Ninja-Hose, nee. Schwarzes Lumpenhemd, nee. Samurai-Beinschienen, geil. Mehr brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Lange Hackbeile können wir mitnehmen. Kampfhackbeile kann man mitnehmen. Beile generell. Ja, easy. Damit bin ich cool. Okay, perfekt. Sehr schön. Das haben wir, ne? Das war's wert, so viel Cash zu grinden. Sehr schön. Lernen wir alles? Ah, die kennen wir schon. Ja, nicht so wild, ne?
Ja, dann können wir die theoretisch, ne? Wieder zurückshoppen. Hier, guck mal. Die kannst du wieder haben. Brauchen wir doch nicht. Ist auch egal, wie viel wir dafür bekommen. Na, Geld spielt bei uns keine Rolex gerade. So, ja, Leute. Jetzt die Frage, habt ihr hier eine Bar? Das ist ein Gemischtwarenladen. Da haben die eine Bar. Geil. So, dann kommt mal alle hierher, Leute. Wir schauen jetzt mal hier in der Bar, ob wir eventuell irgendwas bekommen, ne? Komm, die haben hier einfach einen straight-up männlichen weißen Charakter, den wir direkt rekrutieren, ohne Wenn und Aber. Wer du? Pin Tech Hunter, nee. Obwohl, Pin von den Tech Huntern? Was können wir mit dir reden? Digga, was hat er denn für Stats? Was haben wir mit dem bitte zu reden? Also wenn der sich uns anschließt, ist der direkt Lord-Kommandant unserer Flotte, ne? Ja, Hammond, red mal mit dem. Was hat er zu erzählen? Brauchst du einen Leibwächter? Nee. Das nicht, ne? Das bei bestem Willen gerade nicht. Obwohl, vielleicht wäre es gar nicht so unklug, auf dem Rückweg einen mitzunehmen, ne? Oder so die Söldner. Ich meine, das Cash haben wir. Wir könnten mit denen zusammen nochmal auf die Sklavenfarm. Und da ordentlich abreißen. Ich glaube, unsere Leute sind schon, ne? Stehen geblieben oder weggerannt. Ja, einer ist auf jeden Fall weggerannt. Wie sieht's hier aus? Ist das Gills? Ja, das ist echt Gills. Gills, was ist denn los mit dir? Ist schon wieder irgendwas gestohlen hier, oder wie? Ja, ja. Plündert die Toten. Das scheint so sein Ding zu sein, ne? Und Gills? Dir geht's ja mal gar nicht gut. Was machst denn du immer hier? Das ist ein bisschen Erste Hilfe, ne? Der Typ, ey. Also der Gills ist ein ganz wilder, ne? Du bist kein Ashlander, ne? Nee, nee, ist er nicht. Der Gills wäre doch ein Waffenschmied von einem anderen Format, oder? Den hätte ich so gerne am Start eigentlich. So, guck mal. Heben wir den Junge doch mal auf. Und hauen dem was zu essen ins Inventory, weil ist doch Quatsch, dass der hier die ganze Zeit Sachen plündert. Wahrscheinlich, weil er einfach Hunger hat, ne? So, hier. Halt dir mal was zu essen rein, ne? Das ist schon okay. So, Bombingham, setzt den Jungen mal wieder ab. So, und jetzt mach keinen Quatsch. Ne? Einmal mal ein bisschen die Füße stillhalten hier. Eieiei, Leute. Wir sind gerade echt auf einer der heiligsten Missionen unterwegs, die wir je hatten, oder? Also er hier ist sich auch maximal unschlüssig. Er hat ja gar keine Ahnung, was er machen will mit uns. Niglisch, heb den mal auf. Machen wir bei ihm die gleiche Sache. Hacken wir dem mal ein bisschen was zu essen ins Inventory. Das gefällt ihm, glaube ich. So, na. Tipptopp. Dann kannst du ihn wieder absetzen. Ja, dann ist er erstmal wieder ohnmächtig. Ich weiß gar nicht, warum der dann immer ohnmächtig ist. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Naja. Ja, well, Leute. Ich bin ehrlich mit euch, ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Zum einen würde ich eigentlich gerne direkt wieder zurückrennen, ne? Weil hier ist es schon nicht sonderlich ungefährlich so. Wir könnten natürlich Brink noch abchecken. Obwohl ich mir bei Brink sicher bin, dass das die Vereinigten Städte sind. Ja, das hier ist Tech Hunter, aber Brink sind Safe Call die Vereinigten Städte. Und wir haben echt einen weiten Weg zurück, ne? Also, es wird schon nicht chillig, gewissermaßen. Nikon 20, 20, 1, ja, okay, doch, die kommen gut vom Fleck. Nur halt unsere Verbündilis nicht, ne? Ja, ja. Ich bin ehrlich mit euch, ich würde gerne wegen diesen zwei Dudes am ehesten einfach gerne hier in der sicheren Stadt noch eine Weile warten. Bis die sich entschieden haben, ob sie eben beitreten oder nicht. Na? Das wäre schon ganz nice eigentlich. Denn je nachdem, wenn ich jetzt halt losrenne, er hier kommt uns halt nicht hinterher. Wisst ihr, wie ich meine? Tut er einfach nicht. Er hier wahrscheinlich ja genauso wenig. Vor allem, solange die so hungrig sind nicht, ne? Problem also bei der Sache, wenn wir jetzt losrennen und die dann wieder zurücklassen müssen, haben wir wieder letzten Endes nichts gerissen. Okay, klar, wir haben eine Person dazugeholt, aber ich hätte halt eigentlich gerne fünf oder so gehabt. Auch, dass wir in den Bars wieder niemanden männlichen Weißen gefunden haben, na, das ist schon echt bodenlos. Also einfach kein Glück, was das betrifft. Ja. Ich glaube, ich würde das tatsächlich so machen. Wir warten hier noch ein bisschen ab, gucken derweilen einfach ein bisschen bei unserem Außenposten rein und schauen immer wieder rüber. Denn es wäre schon cool, wenn die mitkommen würden. Ich glaube, er hier ist eh buggt. Na, der macht einfach nix.
Aber wenn Gills mitkommen würde, ich fände das schon nicht uncool. Ja, kommt, wir rennen los. Wir rennen los und gucken einfach, ob Gills mithalten kann. So. Gills, wie sieht's aus? Direkt kein Bock mehr, oder wie? Wo ist er? Na, er plündert da schon wieder. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst, Mann. Er plündert immerhin die Feinde von denen. Deswegen ist es okay. Was hast du dir da jetzt mitgenommen? Der ist immer ordentlich am Plündern, ne? Ja, Junge, ich würde dich schon gerne dabei wissen, ne? Muss halt einfach ein bisschen schauen, dass du dran bleibst jetzt. Das wäre geil. Vielleicht schließt er sich uns echt noch an. Wisst ihr, wie ich meine? Man kann es halt nicht wissen. Es ist so der ewige Pendler hier. Ich weiß es einfach nicht. Bleibt er dabei? Bleibt er nicht dabei? Ich hätte ihn halt schon gern am Start, ne? Na, Gills, entscheide dich doch endlich. Wie lange kann das auch dauern? Sag einfach, yo, ich komm mit, ich bleib bei dir. Oder sag, ey, ich hab noch was zu tun, ich muss weg. Es steht dir frei. Ja, jetzt, da wir die Sklavenhalter hinter uns gelassen haben, hau ich ab. Ich dachte es mir leider. Die verbotene Zone, der Weg zu den Aschlanden liegt vor uns. Ja, es ist schon so. Okay, na, was soll ich euch sagen? Die Ausbeute, gefühlt die halbe ist jetzt übertrieben, na, aber ein Drittel der Vereinigten Städte abgeklappert und eine einzige Person wieder mitgenommen. Na, dann noch bei den Tech-Huntern und so. Also, sie berichten von gehäuteten Leichen in den Gruben, von Nebelgulen, die dir die Haut abziehen und dich essen. Ja, ja, so ist das, ne? So ist das. Da gibt's schon einiges, was hier gar nicht mal so entspannt ist. Es gibt keine Nebelgule. Echt so, krieg dich mal ein, ne? Da ist der Gills, guckt und versucht sein Glück. Ja, Gills, ich wünsch dir was. Ich kenne jemanden, der jemanden kannte, der diese Frau kannte. Deren Onkel zweiten Grades mal einen gesehen hatte, während er außerhalb von Krabbenstadt Kaktus rumverkaufte. Man kennt ihn. Was wolltet ihr hier gerade eigentlich machen? Seht ihr mal, der Gills ist richtig gerannt, ne? Der ist richtig abgebogen. Nicht real. Ich glaube, Jus Onkel wäre da anderer Meinung. Na dann, nicht real. Sie sind real. Ich habe mal einen gesehen. Er sagte, ich soll mal mehr Grünfrüchte essen. Hat sich dann in einen violetten Knochenhund verwandelt und... Junge, du warst ja high, oder? Oh Mann, Leute. Warte. Moment mal, ich erinnere mich. Das war ein Traum. Ja, es klingt auch stark so. Bin ich ehrlich mit dir. Hör einfach auf zu reden. Sehr schön. Okay. Ja, Leute, ne? Also, die Ausbeute ist spärlicher Natur. Man kann das nicht anders sagen. Es ist schon schade. Wir können jetzt noch bei Brink vorbei. Wegen mir können wir das gerne machen, ne? Nur der Bombingham darf halt nicht mit rein. Der sollte irgendwie in der Nähe dann warten. Das ohne Sneak schon auch immer super gefährlich. Aber wir gucken jetzt mal, da ist der Gills schon wieder, ne? Der rennt jetzt mit uns zurück gewissermaßen, das ist schon ein bisschen süß, oder? So, guck mal, wir rennen einfach mal hierher. Na Leute, kriegt ihr das hin? Und dann würde ich sagen, schauen wir da nächste Episode noch, ob wir vielleicht in der Bar da irgendjemanden rekrutieren dürfen, während Bombingham nicht entdeckt wird und nicht hart auf die Fresse bekommt wegen seinem Kopfgeld. Er kann ja dann im Zweifelsfall auch einfach wegrennen, ne? Er ist ja ein geschwindes Kerlchen, so ist es nicht. Ja. Und dann würde ich sagen, ansonsten steht unser Plan. Dann machen wir es jetzt direkt so, ne? Wir werden uns mit der Holy Nation verbünden. Das bedeutet, wir geben nächste Episode die beiden Leute ab, ne? Busan und Dimak. Werden dann weiter Kopfgeld jagen, bis wir uns hart mit der Holy Nation verbündet haben. Und dann werden wir die Vereinigten Städte nach und nach belagern. Erstmal so kleine Farmen von denen niederplündern, ne? Und komplett aufräumen. Da müssen wir hier und da safe Außenposten bauen. Ganze Städte von denen kriegen wir never hin, ohne Söldnerschutz mit so wenig Leuten, ne? Aber guck mal, irgendwie werden wir so kleine Ranches, wie zum Beispiel die hier, ne? Die kriegen wir irgendwie hin. So eine Sklavenfarm, das kriegen wir hin. Dann kommt nämlich auch der Hammett auf seine Kosten und alle Sklaven, die dann da überleben, dieses Combat, wenn wir quasi da angreifen und sagen, ey, ne,
wir schlagen die Sklavenhalter zusammen, dann schließen sich die Sklaven gewissermaßen ganz von alleine uns an. Die nehmen wir dann mit, weil wir denen geholfen haben, auszubrechen und so. Und dann werden wir sehen, ob sich vielleicht der ein oder andere davon uns auch anschließt. Der ein oder andere männliche weiße Sklave sich uns anschließt, ne? Und wenn dem so wäre, dann hätten wir gewissermaßen eine coole Mission, die wir jetzt durchziehen können. Und eine ähnlich geringe Chance, nochmal irgendwie an Leute ranzukommen, wie wir es ohnehin haben. Na, also ich meine, verzeiht, aber wir haben in letzter Zeit so viel abgeklappert und verhältnismäßig nichts gefunden, dass es fast schon ein bisschen ernüchternd ist, oder? Also jetzt mal early hier. Das ist schon gerade ein bisschen kacke. Kann hier jetzt mal... Mau, warum bist du denn weiblich? Junge, das gibt's doch nicht. Alter, Junge, wir brauchen eine weibliche Holy Nation, ich sag's euch. Im nächsten Let's Play mache ich eindeutig wieder keine Unterschiede in Bezüge auf Rassen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Rekrutierungstouren. Die sind so ermüdend und nervenfressend, ne? Es ist echt schlimm. Ah ja, überall sitzen Frauen, ne? Aber nirgends, Re-Rap, nirgends gibt's weiße Männer. Kann hier jetzt mal, ja, natürlich, der Skinner, ne? Verwehter, Schwärmer. Bringt uns nichts, dürfen wir nicht. Ja, schade. Leute, und damit, lasst wie immer gerne da, was ihr davon haltet. Klar würde ich eine Mau gerne mitnehmen, aber Koch und Landwirtschaft klappt bei uns super. Da wir scheinbar eh nicht mehr allzu viele Leute ranholen werden, weil es einfach keine gibt, würde ich sagen, reichen die auch vollkommen. Wisst ihr, wie ich meine? Also selbst wenn alle daheim sind, haben wir immer mehr als genug zu essen und alles läuft. Na, warum sollten wir da mehr haben? Also wir bräuchten im Main Squad einfach mal noch so 3-4 Leute. Das wäre einfach geil. Ich glaube auch, ich cap's jetzt. Wir brauchen noch einen Waffenschmied und Minimum noch 3 Leute im Main Squad. Dann bin ich zufrieden, einfach weil ich keinen Bock habe, hier länger in der Weltgeschichte rumzurennen, für nichts. Ne? Das ist langweilig, gefährlich, nervig und scheiße unbelohnend. Ne? Dann stürzen wir uns lieber auf ein paar Sklavenfarmen, räumen da ordentlich auf im Namen des heiligen Lichts, der heiligen Flamme und des heiligen Lord Okrans, geheiligt sei sein Name. Und dann schließt sich uns eventuell mal hier und da jemand an, den wir lore-konform in unsere Ränge aufnehmen dürfen. Beste Idee. Alles andere scheint einfach keinen Sinn zu machen, oder? Also ich bitte euch, wir haben so viel abgeklappert, diese Episode, und es läuft einfach nichts. In dem Sinne wünsche ich euch was, wir sehen uns nächste Episode. Bis dahin, haltet die Ohren steif, stay can she, euer P. Ade.